Ich habe da den höheren Anspruch und sage, ich möchte jetzt noch den Feinschliff mit dem 3000er und natürlich dann die schöne Politur mit dem 8000er. Super feinen Stein und deshalb wechseln wir jetzt die Steine. Und ich nehme natürlich diesen Kombinationsstein, den müssen wir noch wechseln, weil die 8000er Körnung war oben. So, jetzt beginnt das wie mit dem anderen Stein. Ich mache das leicht feucht. Aber Sie haben das gesehen, wie das jetzt in einem Zuge durchlief. Den Ansatz möchte ich nochmal darstellen, weil das ja recht wichtig ist. Das Messer ganz einfach 15 Grad anwinkeln und dann wieder mit Push nach vorn und Relax zurück beginnt das Ganze von vorn. Und man kann jetzt schon hören, dass es viel, viel leiser ist, weil natürlich die Körnung schon viel feiner ist. Das soll auch so sein. Es soll jetzt dieser Feinschliff, diese letzten Ecken und Kanten sollen jetzt ausgemerzt werden, die mit dem Auge eigentlich schon gar nicht mehr sichtbar sind. Das ist jetzt das Ziel. Und genau auch hier wieder 70-30 für die jeweilige Hand, ob rechts oder links. Den Wechsel, das Messer umlegen, wieder ankippen und dasselbe. Und immer alles ohne Druck, ohne, sofern man merkt, die Fingerspitzen werden ganz weiß oder man zittert oder verkrampft, sofort korrigieren, damit man sich erstens nicht verletzt durch das Abrutschen und zweitens ja die schöne Arbeit nicht zunichte macht, die man ja jetzt schon über ein paar Minuten getätigt hat. Und wieder umsetzen, gerade am Anfang, ganz klar das Messer ablegen, 15 Grad nach oben und weiter geht's. Die Spitze nicht vergessen, auch da immer die Klinge hinten anheben, das Messer hinten anheben und dennoch die 15 Grad beibehalten. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, später wird es für Sie selbstverständlich sein. Wechsel, anheben, weiter geht's. Jetzt ist natürlich der Schleifschlamm wieder wunderbar zu sehen. Und nach ein, zwei Wechseln ist auch diese Zeit auf der 3000er Körnung vorbei und wir können mit dem Polieren beginnen. Es wird immer leiser. Man hört immer weniger und es ist, Sie merken, ich bin schon wieder fast in meiner Meditation, aber es ist gleich vorbei. So, das müsste genügen. Wir können ja erst noch mal den Tomatentest machen. Wieder ohne Druck. Wunderbar. Jetzt nochmal trocknen. Und jetzt nochmal machen wir den Papiertest. Ja, das hört sich gut an. Das ist eine saubere Geschichte. Das ist jetzt optimal scharf. Ja. Für einen Profikoch, für einen Küchenchef. Ich habe das jetzt natürlich bewusst ganz langsam gemacht und lange wiederholt, damit Sie ganz genau im Detail sehen können, wie die Sache funktioniert. Wenn man da das Ganze hintereinander abarbeitet, ist man natürlich viel früher am Ziel. Aber nichtsdestotrotz, optimal geschärft, muss aber noch poliert werden. Das ist ebenso wichtig, damit jegliche rauen Punkte geglättet werden. Das hilft uns dann beim Schneiden selbst, dass nichts kleben bleibt.